Liebe Gemeinde, es hat ja schon so mancher eine dicke Lippe riskiert, hat große Worte gefunden, Aufsehen erregt, die Menschen aufgeschreckt und Warnungen ausgesprochen. Ja, Unheil wurde angekündigt und Bedrohungen dunkel in die Zukunft gemalt. Aber es geht auch andersherum. Gute Zeiten werden versprochen, der Beginn einer neuen und guten Ordnung für die Welt oder für das jeweilige Land wird angekündigt. Jahre des Glücks stünden bevor, dauernder Frieden und Wohlstand. Aber dann kam es anders. Das Bedrohliche war harmlos und ging ohne Folgen vorüber. Oder das versprochene Heil währte nur kurze Zeit, bis alles in noch größerem Durcheinander versank. Es mag wohl manche geben, die eisern an ihrem irrenden Propheten festhalten, wenn sich andere schon längst abgewandt haben. Sie merkten, da hat einer den Mund zu voll genommen. Es bleibt die Frage, wessen Worten kann ich, ja soll ich vertrauen? Der Leitgeprüfte sagt, es wird sich zeigen. Und die Erfahrene und der Erfahrene ergänzt, da kann es dann auch zu spät sein. Aber besser spät als nie. Unser Predigtwort steht ganz am Anfang des Buches Jeremia. Da erzählt Jeremia, wie Gott ihn zum Propheten berufen hat. Jeremia 1, 4 bis 10. Das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass der junge Jeremia ganz schön dick aufträgt. Ob er sich damit mal nicht vertan hat? Und so geht es den Menschen, zu denen Jeremia gesprochen hat. Sie halten seine Warnungen für politisch unklug. Seine Ankündigungen verunsichern die Menschen. Darum versucht man, ihn mundtot zu machen und greift ihn persönlich an. Aber Gott verbindet sich auf außergewöhnliche Weise mit diesem Propheten. Er verspricht Jeremia, ihm die Worte in den Mund zu legen, bei ihm zu sein und ihn zu retten. Er lässt ihn wissen, dass er erleben wird, wie seine Worte eintreffen. Das lässt Gott Jeremia bildhaft schauen und er stellt ihm vor Augen, wie notwendig es ist, das Volk zu warnen. Wie traurig, dass die Menschen in Jerusalem nicht auf Jeremia hören. Als sie aber erkannten, wie recht er hatte, war es zu spät. Sie hatten ihre Freiheit verloren und ihren König, ihre Selbstständigkeit und ihre Heimat. Es wurde also wahr, was hier steht und wovor er warnte. Alles war am Ende zerstört. Die Erkenntnis, dass Jeremia recht hatte, kam zu spät. Aber besser spät als nie. Denn in der Verbannung gestanden sie sich ein, dass Gott recht hatte mit dem, was er ihnen durch Jeremia und die anderen Propheten vorhielt. Aus dieser Einsicht und dem Eingeständnis entstand Neues. Mit Jeremias Hilfe wurde es gepflanzt und aufgebaut. Ein Volk, dessen Glaube nicht an König und Land gebunden ist, sondern an ihren Gott allein. Gottes Plan mit dir. Die einen haben keinen Plan von Gott, die anderen haben ihren Plan mit Gott. Aber hier geht es um einen, mit dem Gott seinen Plan durchführt. Die Frage an uns heute ist nicht, ob die evangelische Kirche mit oder ohne Kirchensteuer überlebt. Es geht nicht darum, ob wir mit Gott einen Plan für unser Leben haben. Es geht darum, ob Menschen unter uns für den Plan bereit sind, den Gott mit ihnen hat. Ich glaube, ich riskiere da nicht einmal eine dicke Lippe, wenn ich sage, auch bei uns wird Altes aufhören
und es muss Neues wachsen und entstehen. Das Bild des Mutterleibes erinnert uns daran. Das war ja schon immer so und wird auch immer so sein. Altes vergeht und wenn Gott es will, geht Neues auf. Vielleicht denken Sie jetzt, dafür bin ich zu alt. Oder ihr denkt, wie Jeremia, ich bin zu jung, ich bin zu ungeeignet, zu unfähig und unerfahren. Es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen. Aber wenn du den Plan lebst, den Gott mit dir hat, sei getrost. Es reicht, wenn Gott dafür spricht. Er lässt dich nicht fallen, er gibt dir, was du brauchst. Gott schafft Neues. Dafür stehen die Jungen der Bibel. Samuel, David, Maria, Timotheus, jeder auf seine Weise, jeder an seinem Ort. Es ist ein Wagnis, sagt der Kaufmann, der seinen ganzen Besitz aufgibt, um das Großartigste zu erreichen, das er kennt. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Er erinnert uns, dass wir Gott Rechenschaft geben müssen für unser Leben und für die Gaben, die Gott uns schenkt. Wer hat, dem wird gegeben. Aus diesem Wort hören wir, dass wir nicht alles am ersten Tag umsetzen müssen, sondern uns Schritt um Schritt entwickeln können. Gehen wir also weise und klug mit den Gaben um, die Gott uns gegeben hat. Aus den Texten, die zum heutigen Sonntag gehören, trägt auch Paulus Wichtiges bei. Selbst aus einem verfahrenen Leben heraus können wir noch einmal neu anfangen, weil wir nichts aus eigener Kraft und ohne Gott schaffen müssen. Schließlich stellt unser Abschnitt die Schlüsselfrage. Wozu hat Gott mich berufen? Das ist die Frage, die am besten jeder selbst an Gott stellt. Wozu hast du mich berufen? In der Gemeinde, in meiner Familie, in der Welt, in der ich lebe? Die Antwort fällt nicht vom Himmel, aber sie lässt sich finden, mit Gottes Hilfe. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, was für ein großes Wagnis gehst du ein, dass du uns Menschen mit hineinnimmst in deine Pläne und in dein Handeln. Wir bitten dich um offene Augen und um ein verständiges Herz, dass wir nicht unseren Willen, unsere Möglichkeiten und unseren Vorteil mit dir selbst und deinem Willen verwechseln, dass wir sehen und verstehen, was du uns in deinem Wort zeigst. Lass uns handeln, wo Menschen leiden und Hilfe brauchen, wo es an Recht und Gerechtigkeit fehlt, wo Menschen dich ihren Schöpfer aus dem Blick verlieren. Unsere Gaben anderen zum Leben, zum Glauben, zur Achtung und zum Frieden verhelfen. Bewahre uns davor, aus Gewohnheit und Bequemlichkeit das hinzunehmen, was dir missfällt, was Menschen und Schöpfung verachtet und unterdrückt. Lass uns dagegen tun, was dir gefällt. Das bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.